Ja, scheiße. Achtung, Granate! Oh fuck! Wir müssen hier weg und zwar zügigst. Komm, schwimm! Ab zu Salazar. Salazar. Komm, komm, komm. Oh fuck! Ja, und wir sind hier drin mitten im Gefecht. Mir scheißegal, wo die alle sind. Ja, so ungefähr. Wir haben doch hier Autos. Warum können wir die nicht nehmen? 5 zum Steuern von Brutus. Hi. Weg mit euch. Geh für... Ah, da. Komm, mach weg die Scheiße. Bisschen Feuer hinterher. Mit 3 kann ich ihn steuern. Komm, verpiss dich. Alles klar. Ja, ich habe hier auch noch Raketen. Ja, ich hänge genau auf dem Haus, alles klar. Salazar, wo bleibst du? Echt mal, wo bleibst du? Ich hab nicht ewig Zeit. Scheiße hier. Sind denn die alle schon wieder? Wo denn noch? Gib mir die 5. Was macht ihr hier? Wie steht's um euch? Alter, ist so unhandlich zu steuern. Geh mal Richtung Hof. Komm, hier noch. Oh Gott. Verzieht euch. Salazar, wo bist du? Da hinten kommt er. Ey, der hat ein Dings am Arsch. Was für eine Wohltat für meine Augen. Der hat eine Drohne am Arsch. Komm, lass mich fahren. Also gut. Bist du bereit, diese gehackte Drohne einzusetzen, Section? Ich wollte Auto fahren. Admiral, wir haben feindliche Sock-Tees übernommen. Erbitte Luftunterstützung und Evakuierung. Negativ, Commander. Die komplette verdammte SDC ist unterwegs zu ihrer Position. Sie haben viele Fluchtwege in der Stadt. Setzen Sie die Drohnen ein, um den Weg für die Sock-Tees zu sichern. Und wenn die SDC zuerst hier ist? Hoffen Sie lieber, dass Sie verdammt gute Laune haben. Ich dachte, ich dürfte Auto fahren. Na gut, dann halt nicht. Drohne, komm her. Wir brauchen Rückendeckung. Und zwar dringend. Na komm schon. Ich hasse Ladezeiten. Ich hasse sie. Ganz unsympathisch. Gib mir die Zeit, mich wieder hinzusetzen. Also richtig hinzusetzen. Nicht, dass ich jetzt mal stehen spielen würde. Was ihr jetzt wieder denkt. Na komm. Das kommt ja fast an die Ladezeiten von Battlefield 3 ran. Das ist ja unglaublich. So. Du musst einen Weg für uns frei machen, Section. Oh, Scheiße. Wo seid ihr alle? Oh Gott, ist die laut. Beseitige diese Barrikade. Weiter geht's. Los, los, los. Oh, ich darf doch Auto fahren. Yippie. Geil. Das freut mich jetzt. Mein Wunsch wurde erhört. Boah, ich fahr rechts rum. Läuft denn noch alles gut? Oh, oh. Ah, schießen kann ich nicht, okay. Da komme ich auch gerade noch so durch. Wow! What the fuck? Alter! Ich will weiter Auto fahren, das ist lustiger. Boah, die Drohne schafft das schon. Ich hoffe ich mal, mein Auto brennt. Achtung, das stürzt gleich alles ein. Mein Auto brennt. Nach links, auf die Autobahn. Tu es mal. Ach, ich bin da.
Das ist es. Alter! Ein bisschen Gas hier geben. Komm, bremsen nach rechts. Alter. Hier funktioniert ja gar nicht so, wie es soll. Komm, durch da. Okay. Oh, oh. Versuchen wir es. Fuck. Was zum Teufel? Es sieht alles nicht gut aus. Und hier ist es auch nicht besser. Oh Gott, noch ein paar mitnehmen. Irgendwas sagt mir, dass das kein normaler Softie ist. Hier nee, das... Alles ein. Alter, das funktioniert super. Läuft. Das macht was. Oh, Scheiße, ey. Nein, mein Auto brennt schon wieder. Hör auf zu brennen, Auto. Mann, das geht nicht gut. Find einen Weg durch. Hab ich. Oh, hi. Hallo, grüß dich. Du auch hier. What the fuck? Lass mich hier heile raus, bitte. Oh, okay. Mein Auto könnte mal aufhören zu brennen. Das macht mich ein bisschen... Macht mir ein bisschen Angst. Ich will da hoch. Ah, kommt mit Gas. Sie sind über uns. Da sind die über uns. Sie sind überall, du Nase. Scheiße, die Drohne fliegt auf den Heli zu. Wow. Alter. Oh, das Auto ist auch gut geflogen. Die Kollision hat zur Kettenreaktion geführt. Wir sind gleich davor. Scheiße, Alter. Den Flammen ausweichen. Fuck. Verdammt, da fehlte aber wirklich nicht mehr viel. Los. Komm raus da und abgeholt werden, bitte. Der Evakuierungspunkt. Ist direkt da vorne, ja. Ich habe ein schlechtes Gefühl gerade. Scheiße, was jetzt? Ah, sag ich ja. Budung, Budung! Die Gondel okay. ist auf! Oh, hey! Es ganz ruhig. Es sollten keine amerikanischen Truppen okay. in Pakistan sein. Ganz ruhig. Tian Zhao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft. Wir haben keinen Streit mit China, General Zhao. Unser einziges Interesse hier ist Raúl Menéndez. Dann haben wir etwas gemeinsam. Seien Sie sicher, Amerikaner. Wenn Sie wegen Raúl Menéndez hier sind, habe ich keinen Grund, Sie zu töten. Was ein komischer Kauz. Durchtränkt, Errungenschaft freigeschaltet. Ein ganz komischer Kauz. Schauen wir mal, was jetzt ansteht. Menéndez haben wir immer noch nicht. Es kann ja so hier nicht weitergehen. Es kann so einfach nicht weitergehen. So, Mission erfüllt, alles klar. Nein, die Eingriffstruppen möchte ich nicht, die sind blöd. Primärziel. Nee, lass mir mal hier. Sichern Sie Karma, wir haben eine... die will ich nicht. Gibt's da was anderes? MP7, Skorpion... AK-74 Uhr, ne, Sturmgewehre, da wollte ich hin. Und zwar hätte ich gerne die gibt es hier irgendwo die M? Die hätte ich gerne. In, schön. Und der Rest bleibt so. Vielen Dank, damit kann es auch direkt weitergehen. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen Fortuna de Falcon. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar, mach einen Eingreiftrupp bereit. Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menéndez richtig nah. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Die Chaos 9.
Sie können auf Deck 7 landen. Kurs beibehalten. Sieht gut aus. Verstanden. Icarus 9, beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Falkos-Leuten zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Sieht nicht schlecht aus hier. Links und rechts, wie ihr seht, direkt schon mal Geschütze stehen. Passieren Sie den Kontrollpunkt. Ja, ich gebe mein Bestes. Agitis, meinst du, die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raúl Menéndez macht. Ja, das stimmt. Da werden die sogar noch aufgebaut teilweise. Oh Gott, da sollen wir jetzt durch? Das piept doch bestimmt. Ja, die haben Knarren. Ah, wird mir angezeigt, sehr schön. Okay, cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Sir, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Peters, können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Okay. Ich dachte, wir werden diesmal gegrillt. Ganz ruhig, Harper. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Ja, okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, die Damen, wir sind von der Gewerkschaft. Naja, wir gehen einfach durch. Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle, Mann. Abgefahren hier. Krass. Also hier lässt sich wirklich leben. Cool. Boah, wie das aussieht. Kommt hier rein? Alter. Schön. Ja, ich hätte hier auch gerne Urlaub. Können wir es losfahren? Danke. Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Hey, was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Zu viel. Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menéndez so viel ansammelt. Nicht Harper, schlecht. Harper, durchsuch das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Alles klar. Verstanden. Hey. Oh, wie geht's dir, Schönheit? Piss dich, Arschloch. So weit, so gut. Ja, solange wir ankommen. Na, hey, super. Sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Okay. Hab ich nicht. Section, ich bin drin. Leg los. Wieso hab ich nicht zum Schalldämpfer? Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen.